weglassen können. Na, egal. So. So, die Frage ist halt jetzt, wie mache ich denn das? Ich könnte erstmal das Gleis nach hier oben bauen. So, ist natürlich jetzt im Tunnel wieder keine Signale. Und auch hinter dem Tunnel sind keine Signale. Ja, warte mal, das muss hier hin. Zack. Das muss dahin. Achso, na gut, das Recht ist doch. Achso, das ist bloß dieses Überholgleis da gewesen. Das ist halt wieder so eine potenzielle. Na gut, eigentlich nicht, ne, wenn ich. So mache. Wobei natürlich auch jetzt ein bisschen hier eine absurde Verkehrsführung ist, wenn ich rechts abbiegen will. Muss der Zug geradeaus fahren. Das ist auch eher komisch. Und jetzt baue ich noch einen, wo er. Könnte ich doch eigentlich mal was versuchen. Ich hätte gedacht, vielleicht hätte man die eine Brücke über die Brücke bauen können. Na, geht das denn? Zack. Also so wieder Autospeichern. Oh, das könnten die ruhig mal ein bisschen. Das. Brücke ist zu hoch. Ach, schade. Oh, das geht. Hä, wo ist da jetzt das Problem, dass die zu hoch ist? Achso, die hätte ich noch ein Stück tiefer bauen können. Oh, das wird jetzt ja richtig eine hässliche Brücke. Okay, hier kann er nicht bauen.
Da geht's auch nicht, weil... Vielleicht kann man das hier so schrittweise irgendwie gestalten. Hoch. Das war außerhalb vom Fenster jetzt, ne? Alter, nee, das ist doch die hässlichste Brücke hier gerade im gesamten Spiel hier. Aber immerhin haben wir damit dieses potenzielle Verkehrschaos da behoben. So, und das läuft jetzt einfach da drauf. Vielleicht nicht ganz so. Vielleicht an der Stelle. Und dann bitte die Oberleitungen nach außen. Danke. Tja, auf den Brücken baut er aber die Signale, ne? Aber dahinter... In Tunneln. Da komischerweise nicht. So, dann fahren die hier durch. Genau. Und dann kommt hier hinten wieder raus. Und dann führt die Strecke direkt weiter nach Melle Ost. Tja, wo macht man da jetzt dann den Bahnhof hin? Ich kann ja erstmal das Gleis dorthin bauen. Ist denn da gerade Tag 100 von 450. Uiuiui. Oder hier oben so rein. Oder mit einem Tunnel und dann hier rein, in diese Lücke. Das wäre eigentlich schon... passender, ne? Wobei ich natürlich hier das Problem habe, dass es dann hier noch eine Stufe runter geht. Müssen wir mal gucken. Gut, eine Tiefe von 3, das müsste eigentlich... Nee. Nicht passen. Also eins weiter vor und eine Höhe von 4. Das passt auch. Zug 31 hat kein Geld eingebracht. Das klingt schon wieder so nach Stau. Ach du Scheiße. Ei. Fahr doch einfach.
Kann man das irgendwie... Ach, da ist wieder das Ding dann im Weg. Ich hätte gedacht, dass man einfach hier wie so einen Puffer... Puffer reinbaut. Oder ich mache das links abbiegende Gleis irgendwie anders. Gut, diagonale Brücken gehen ja nicht. Ich kann das aber anders machen. Gucken, ob das reicht von der Höhe her. Ja. Kleine Niesung mal wieder gerade gehabt. Robben das hier mal komplett weg hier. Weil ich nämlich gern die Fläche hier planieren möchte. Ich habe das doch ausgewählt gehabt, Mensch, das Ding so. Das reicht hoffentlich.